Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Warcraft 3 Reforged. Der Schlüssel der drei Monde, Kapitel 4 der Untote, wird heute gespielt und ja, wir sind wenig später auf der anderen Seite des zerstörten Elfentors. Wir stehen also kurz vor Silvermoon, vor Silbermond und die Zerstörung lässt sich scheinbar kaum noch aufhalten. Jetzt ist natürlich wieder die allgemeine Frage, wie lange das Ganze hier laden wird. Perfekt. Zurück zu den Bäumen! Ihr mögt das erste Tor durchbrochen haben, Mörder. Doch das zweite wird euch aufhalten. Das innere Tor von Silbermond kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden, den ihr niemals bekommt. Na, das ihr verschwendet eure Zeit, Vibe. Manche Dinge sind unvermeidlich. Glaubt ihr, ich verstecke mich vor euch? Ihr habt wohl noch nie gegen Elfen gekämpft. Verdammte Hexe! Wir müssen einen anderen Weg über den Fluss finden. Und es sollte ja wohl nicht so schwierig sein, wenn irgendwo ein Goblin-Lager ist oder sowas in die Art. Und weise. So, wir kriegen hier... Seid gegrüßt, Todesritter. Okay. Geschehen ist geschehen. Wer mit Gruftbestien? Oh, hier ist schon direkt eine... Dingstart, okay, Vorsicht. Das heißt, die Akolyten lasse ich hier mal ein bisschen zurück. Die werden hier mal auf der sein. Sprecht, dann nehme ich Dummkopf. Den hier. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist so, wieder super laut, deswegen entschuldige mich mal ganz kurz, dass ich hier das Ganze ein wenig leiser mache. Speichern. Dass sie mir hier nicht immer so ins Ohr schreien. So, und dann nehme ich mal meine Nahkampf-Units tatsächlich. Was ist das? Packe ich auf die 2. Du bist die 1. Obwohl, ihr seid ja gar keine Nahkampf-Units, gell? Niemand. Ihr seid meine 2. Mir ist schon sterbenslangweilig. Ihr seid meine 3. Du bist die 4. Niemand erteilt mir Befehle. Perfekt, und dann gehen wir jetzt mal rein hier. Endlich. Das Wichtige ist jetzt hier natürlich an der Stelle, dass ich jetzt hier meine... Die Dunkelheit, Lord Arthas. Unsere Streitkräfte können die Flugbestien nicht angreifen. Dass ich hier jetzt meine Spinnen habe. Können sie auf den Boden zwingen. Weil dann können wir die nämlich hier runterziehen und dann geht es erstmal hier ein bisschen auf die Schnauze für die Großbestien. Oh nein, schnell noch hier. Das sollte nicht sterben. Ich darf jetzt hier am Anfang nicht so viel verlieren. Deswegen habe ich die hier tatsächlich auch ein bisschen hinten gehalten. Weil das wäre richtig unpraktisch, wenn meine Akolyten hier drauf gehen würden. Eine Gruft ist erstmal nicht das, was ich brauche. Ich brauche eine Goldmine für Hexen. Sehr gut. Okay, ist auch down. Warum greift ihr nicht hier mit an? Dankeschön. Und jetzt können eigentlich alle Einheiten Vorsicht. Schon mal wieder ein bisschen weggehen. Die rastlosen Toten warten. Genau, und die hier hinten werden jetzt eigentlich hier... Oh mein Gott, es laggt in letzter Zeit so sehr, dieses Spiel. Und ich kann euch nicht mal sagen, warum. Das ist halt wirklich schlimm. Teilweise, wenn große Beschwörungseffekte passieren, ist es halt echt schlimm. Und es liegt zu 100% nicht an meinem Rechner. Das ist halt der Wahnsinn, hey. Gut, okay, wir gehen mal ein bisschen weiter vor und entdecken, da oben ist noch... Achso, das ist aber auf einer anderen Insel. Oh, yes. Was ist das diesmal? Das ist halt perfekt, Leute. Das ist halt perfekt. Die rastlosen Toten warten. Vorsicht. Dann gucken wir doch erstmal, dass das hier alles Euer beschworen Befehl, wird. Meister. Währenddessen gehe ich hier mal rüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Okay, ich dachte, vielleicht ist das irgendein Effekt oder sowas. Das ist gut, dass er direkt angegriffen wird. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Genau, wir greifen direkt hier mal an. Wir haben hier einen Verteidigungsturm, der hier mit am Start ist. Oh wow, das ist ein Flammenwerfer. Endlich. Genau.
spricht, Dummkopf. Mein Tod wird sterben. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, jetzt wird mein Totenbeschwörer leider drauf gehen. Schade. Aber damit haben wir jetzt halt den großen Vorsicht. Tom ja eigentlich platt gemacht. Das war wichtig. Totenbeschwörer wird geheilt. Gule sind relativ einfach nachzuproduzieren. Von dem her erstmal den Heal hier ausschalten. Deswegen ist es gar nicht so problematisch. Kannst du vielleicht auch mal die Viecher angreifen? Dankeschön. Sprecht, Dummkopf. Ach, das war auch mein Totenbeschwörer hier jetzt wieder. Ja, es sollte kein Problem sein. Sobald das Zeug hier steht und ich endlich mal ein bisschen Gold reinkriege, ist das nice. Niemand erteilt mir Befehl. Diese Heiler, hey. Oh, das war mein Wagen. Hätte ich jetzt mal drauf achten sollen. Ja, solange meine Gruftbestien hier noch leben, ist alles gut. Die Gruftbestien sind meiner Meinung nach die wichtigsten Units hier. Kriegen auch nicht wirklich Schaden. Also momentan. Oh, das da ist die. Okay, das da ist also die Kaserne. Für den Lichtkönig. Machen wir den noch schnell platt. Und dann machen wir die Kaserne platt. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Frostgram hat Hunger. Okay, ich muss mich zurückziehen. Das sind zu viele Einheiten. Endlich. Das sind zu viele Einheiten hier. Die Zeit ist gekommen. Aber dass die hier nicht direkt getötet werden. Huch, kann ich nicht. So, jetzt. Dass die nicht getötet werden, ziehen die sich hier nochmal ein bisschen zurück. Und du baust mir jetzt hier endlich mal eine Gruft. Wenn du mir ein paar Akolyten hier. Okay, ich muss erst mehr Ziggurats errichten. Mein Schicksal ist besiegelt. So, und du baust mir nochmal das hier hin. Meister. Jetzt sind die Ziggurats hoffentlich gleich fertig. Und dann kann ich noch hier. Kein Gold mehr. Dang it. Okay, momentan läuft das echt nicht optimal. 160, wie viel kostet das? 108, nee, warte mal, wo war ich hier? 215. Goldmine habe ich schon verhext. 215 haben wir jetzt zusammen, das ist gut, weil dann kann ich nämlich hier den. Warte mal, was baue ich hier gerade? Gruft, perfekt. Da bin ich also doch richtig, dass ich hier noch einen Friedhof hinbaue. Ich gehorche mit Freuden. Und dann ist jetzt mein erstes Ziggurat gleich fertig und dann kann ich nämlich auch mehr Einheiten beschwören. So. Zack. Fertig. Na? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Zwei Stück erstmal. Die Beschwörung ist abgeschlossen für Ner'zhul. Genau, du die gehst hier hin. Ist abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Und jetzt brauche ich halt Gold. Wie viel kosten die 120 auszubilden und zwei Plätze? Was kann ich denn hier in dem Goblin Shop holen? Eigentlich echt keine guten Sachen, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Wirklich keine guten Sachen. Die Verdammten stehen bereit. Benötigt Friedhof. Friedhof habe ich gleich ready. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele ja super gerne mit den Spinnen. Die sind ziemlich stark, die Gruftbestien. Was ist es diesmal? Tatsächlich würde ich auch sagen, wir starten nochmal einen kleinen Angriff hier. Währenddessen versuche ich mal hier auf Stufe... Oh, ich habe kein Holz. Dang it. Ich habe überhaupt kein Holz. Das ist richtig schlecht. Starten wir hier mal. Oh. Nee. Ihr startet schön hier. Starten wir hier mal nochmal einen kleinen Angriff. Verstanden! Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist es diesmal? Du kommst mal hier zurück ins Dorf und du ebenfalls. Obwohl, vielleicht kann ich noch. Ja, damit kann ich auch Sachen kaufen, gell? Was ist denn das? Käufer in der Nähe. Nee, damit. Doch, kann ich. So, so ist Team an der Lehre geblieben, wie Gebäude nicht so schon und so kann kein. Achso, das sind einfach die explodierenden, gell? Nee, das finde ich tatsächlich nicht so nice. Das finde ich tatsächlich nicht so nice. 215, 40 Holz, aber ich kriege jetzt gut Holz ran. Das heißt, ich werde nochmal zwei Gule ausbilden für Holz. Und dann gehe ich nochmal auf zweimal Ding hier. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Action machen können. Endlich. Das ist schon besser. Okay, komm du nur. Komm du nur, du greifen weiter. Frostgram hat Hunger. Das ist alles Gold, was du hier verschwendest. Feiger Verräter.
alles jetzt Gold, was du hier verschwendest. Und alles Experience, das ich bekomme für meinen Helden. Endlich. Da ist nochmal ein Goblin-Shop. Theoretisch könnte ich halt auch echt gucken, jetzt, dass ich die hier einfach voll reinrennen lasse, die Viecher. Für den Lichtkönig. Okay. Ah, jetzt muss das immer dran glauben. Ich beuge mich eurem Willen. Oh, der hat kein Ding hier mehr. Oh shit. Euer Wille geschehe. Unsere Schreibkräfte werden angegriffen. Trefft eure Wahl. Mein Leben für Ner'zhul. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die zurück angreifen. Vorsicht. Jetzt werdet ihr leiden. Niemand erteilt mir Befehle. Wie sieht's hier aus? Ach je, natürlich greifen die jetzt hier auch an. Der Schläfer erwacht. Ausbau abgeschlossen. Okay, ja, damit soll es passen. Wir verlangen weiteres Holz. Ja, meine Holzarbeiter sind halt gerade leider ein bisschen beschäftigt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Was macht das Ding endlich kaputt hier? Okay, der hat schon mal ein Level abgekriegt, das ist nice. Leichte Regeneration. Überträgt 100% der Lebenspunkte, Todespakt. Ich glaube tatsächlich, dass ich trotzdem für... Okay, das war wichtig. Ja, Regenerationsboost nehme ich nochmal mit dazu. Sprecht, Dummkopf! Da ist ein Teil des Schlüssels, gell? Gut, das heißt also, hier werden wir nochmal ein paar Gruftbestien erstellen. Mehr Gold erforderlich. Und dann wollen wir hier noch die Halle, der verbrauchen wir 320. Was ist es diesmal? Frostgram hat Hunger. Also hier kommen immer die Magier her, das ist schon mal interessant. Ah, oh, okay. Den ziehen wir mal kurz ein bisschen weg. Frostgram. Dann holen wir den vom Himmel. Jetzt Frostgram. Ich muss ja echt sagen, das ist halt eine super praktische Fähigkeit von denen, dass sie den einfach runterziehen können. Endlich. Muss mal gucken, wo das ist, dass die hier nicht die ganze Zeit ihre komischen Dinger beschwören können. Nächster bitte. Besser. Aber wir machen hier einen ganz guten Job, würde ich mal sagen. Okay, die Spinnen können jetzt mal kurz hier rüberkommen. Wir gehen hier erstmal für Gruftbestien, Gruftbestien. Also wir spielen hier ein bisschen wirklich auf die Gruftbestien. Ich mag die persönlich. Das ist ein schöner Playstyle. Vorsicht. Auch wenn ich ihn jetzt hier noch nicht so wirklich gut beherrsche. Ja, wir gehen mal für den Bilder. Das machen wir auch noch platt. Weil dann haben wir nämlich hier drüben... Ah, da unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was? Okay. Hätte ich mir tatsächlich noch einen Akolyten rüberziehen können. Das wäre nicht schlecht gewesen. Nee, du gehst gleich mal zurück. Ich hätte mir einfach direkt einen Akolyten noch mitziehen sollen. Den muss ich mir jetzt erstmal noch holen. Das heißt, also du gehst hier hin. Hier gehe ich jetzt mal auf ein Upgrade, dass ich da ein Ding rankriege. Einen Abbruch unternehmen, also einen Fleischwagen. Hey, ihr sollt alle darauf bitte einklopfen. Und dann habe ich hier jetzt meine zweite Goldmine und das ist ziemlich nice. Forschung abgeschlossen. So, mehr Damage also für meine Gruftbestien. Gut. Vorsicht. Euer Befehl. Du machst das hier. Euer Wille geschehe. Ich höre. Vorsicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hier sind meine zwei. Oh, oh. Was ist es diesmal? Lass meine Kollegen ruhig. Ich beuge mich eurem Willen. Ich höre. Euer Befehl, Meister. Niemand erteilt mir unsere Verteidigung gestürmt. Was? Okay. Was kommt denn da? Ah, Greifenreiter. Gut, die sollten nicht wirklich was anrichten können. Ich warte.
Das hier wird geupgradet. Das sollte theoretisch passen. Gut. Forschung abgeschlossen. Also hier habe ich jetzt gar kein Problem. Dann mache ich das also noch platt, lade den hier wieder aus und packe mir hier jetzt mal noch eine Ding hin. Gut, nice. Was ist es diesmal? Zerstör noch das hier. Ah, okay, hier oben ist ein Portal. Ausbau abgeschlossen. Interessant. Vielleicht kann ich mir hier noch ein bisschen eine Gruft beschwören. Ah, kann ich ja noch nicht. Auf verseuchtem Boden beschworen werden. Das Inventar ist voll. Ach echt, jetzt das Inventar ist voll. Ja, nice. Komm dann. Endlich. Weg damit. Das ist schon besser. Dieser Mondkristall ist ein Teil des Schlüssels der drei Monde. Das haben wir schon fast gedacht. Wir müssen die anderen beiden Teile finden, so, nice. Um das Elfentor zu durchbrechen. Jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, hier erstmal meine Fleischwagenproduktion hinzustellen, wie auch meine Necromancer. Ja, oh shit. Ja, das ist nicht gut. Da gehe ich nämlich zuerst mal drauf. Wie viel Schaden macht der? Der macht super wenig Damage an meine Spinnchen, was ich ziemlich stark finde. Wo stehen die eigentlich alle? Oh, habe ich zu wenig? Na, ich brauche wahrscheinlich gleich mal wieder ein paar mehr. Ich beuge mich eurem Willen. Oh shit, falsche Taste gedrückt. Mein Schicksal ist besiegelt. Vorsicht. Okay, der hat ein bisschen Schaden gekriegt für das Spinnchen. Jetzt gucken wir mal, wohin wir kommen. Oh. Feiger Verräter. Da habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich werde wahrscheinlich hier rüber teleportiert. Ja gut, okay, dann habe ich den ersten Weg schon mal geschafft. Euer Befehl, Meister. Es ist mehr Gold erforderlich. Mehr Gold. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ihr habt geläutet. Du baust mir jetzt noch. Es ist mehr Gold erforderlich. Mehr Gold. Ich gehorche mit Freuden. 75. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Beschwörung ist bloß. Bin ja schon dabei, Gold zu holen. Niemand erteilt mir unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ab durchs Portal. Meine Pein wird ohnegleichen sein. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Schläfer erwacht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Stehen bereit. Jetzt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Okay, die machen wir erstmal platt. Abgeschlossen. Dann den Turm. Leiden. Auch wenn ich nicht weiß, was der Turm macht. Okay, wir sind halt hier jetzt wirklich mittendrin schon. Das ist schon besser. Will ich wirklich Totenbeschwörer mitnehmen? Ich glaube tatsächlich, ich warte noch, dass ich hier unten ein paar von den Spinnchen mitnehmen kann. Ich muss sparen. Forschung abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Verdammten stehen bereit. Gut, das ist auch fertig. Es ist mehr Gold erforderlich. 230 Gold für so einen Fleischwagen, ey. Holla, holla, ey. Zack. Genau, dann nehme ich den nämlich auch gleich noch mit. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Bereit. Die werden hier gar nichts machen, ey. Es ist mehr Gold erforderlich. Die halten halt gut gegen, muss ich sagen. Die Verdammten stehen bereit. Ich wünsche nur zu dienen. Das reicht aber nicht. Damage ist zu hoch, das ist gut. Sprecht, Dummkopf. Gut, okay. Dann gehen wir mal hier ein bisschen ins Battle. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Das ist das nächste. Den haben wir runter. Der macht nämlich mit am meisten Damage. Dann nehmen wir die Archer raus. Abgeschlossen. Feiger Verräter. Dann den Schwertkämpfer und dann haben wir die hier jetzt auch schon mal ausgeschaltet. Sehr gut. Ja, meine Armee ist halt einfach zu heftig. Wo ist denn mein Kurier? Ach, da ist er. Was? Der nimmt den hier noch mit. Verstanden!
Dann habe ich hier alle. Dann kommt er hier rüber. Ja, hier oben, das sind halt immer einen guten Job. Meister. Kann immer noch nichts machen. Hier sind jetzt auch wieder. Halt, nein, das sind die falschen. Zack, zack. Nochmal ein paar Spinnchen hinterher. Jetzt aber den Chitinpanzer hier. Hier haben wir jetzt auch nochmal so ein Ding. Oh, hier läuft nicht oben drauf. Jetzt gucken wir mal schnell. Der kommt mal hier rüber. Was ist es diesmal? Du gehst auch mal hier runter. Arthas tankt hier jetzt mal. Und wir greifen das hier an. Sehr gut. Ja, langsam sieht es doch noch was aus, Leute. Langsam sieht es doch noch was aus. Besonders durch den Fleischwagen werde ich jetzt halt auch Gebäude deutlich schneller los. Der Schläfer erwacht. Ja, gucken wir doch mal, wo wir rauskommen. Jetzt Forstgran. Gucken wir doch mal, wo wir schlussendlich rauskommen. Frostgrad. Da hinten sind halt auch noch Beschwörer. Jetzt werdet ihr leiden. Ich weiß nicht, ob das mich interessiert, ob ich da nach hinten kurz gucken soll. Ey, ich gucke einfach mal schnell nach hinten, wenn ich eh schon dabei bin. Hier ist nichts tatsächlich, aber ich glaube, dann würden die mich hier nicht mehr angreifen, was nicht schlecht ist. Jetzt Forstgran. Forschung abgeschlossen. Für den Lichtkönig. Da hinten ist doch das letzte Portal. Okay, das sind dann die zwei Portale, die ich gehen muss. Da komme ich sogar dann direkt oben. Oh, da kommen sie auch endlich schon an. Endlich. Vorsicht. Komm, die Hellblauen laufen direkt schon an. Feiger Verräter. Ah, endlich. Nice, alles platt. Durch das Portal durch. Ah, endlich. Jetzt kommen wir hier oben raus. Und weiter geht die Action. Erstmal die. Na, eigentlich sollte ich halt den Healer als erstes mal ausschalten, aber da komme ich gerade nicht hin. Das Ding, weil halt alle irgendwo. Endlich. So, das ist schon. Der Healer ist durch. Nice. Feiger Verräter. Oh, das schaffe ich aber diesmal nicht mehr. Ne, da verliere ich einen leider. Nicht mein Fleischwagen, der geht mal schnell in Deckung. Find's auch sehr nice, wie die hier die Häuser noch von den Menschen eigentlich haben. Das ist ja eine typische Menschenburg eigentlich so gesehen. Endlose Pein erwartet euch. Das ist halt schon ein relativ großes Dorf, was ich hier jetzt angreife. Endlich. Für den Lichtkönig. Sprecht, Dummkopf. Das ist die. Hier tankt gerade alles. Jetzt Forstgrad. Oder zumindest einiges. Also hier sind einige Sachen, die Schaden machen. Endlich. Aber das Gute ist, ich habe halt. Ah doch, ich habe einen relativ weiten Weg. Shit. Die hier kann ich mal alle da reinpacken. Werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Nicht mein Fleischwagen. Bitte töte den mal schnell. Vorsicht. Der Fleischwagen ist wichtig für mich. Was ist es diesmal? Jetzt werdet ihr leiden. Ist das euer Ernst, hey? Jetzt da wird der Fleischwagen einfach weiterhin angegriffen. Oh nein, wo ist meine Maus hier? Eure Pein wird ohnegleichen sein. Nein, nicht mein Fleischwagen schon wieder. Was ist das? Ach Mann. Diesmal? Okay, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass das hier das Sprecht, ist, Dummkopf, was ich töten möchte. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn mein. Hier. Wollt ihr mir drohen? Da hat auch perfekt alles mitnehmen können. Sehr schön. Vorsicht. Oh, hier im Fleischwagen wird es halt jetzt ziemlich anstrengend werden. Muss ich mir definitiv nochmal vielleicht zwei Stück herstellen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh nein. Oh. Das ist nicht cool. Gut, Zeppelin fliegt jetzt diesmal darüber. Niemand erteilt mir Befehle. Frostgram hat Hunger. Ihr habt geläutet. Sprecht, Dummkopf. Kein Mana mehr.
Sobald ich hier den Summoning-Ding habe, ist alles cool. Okay, ein Fleischwagen ist schon mal da. Der zweite Fleischwagen ist gerade im Ready-Van. Kann ich hier nochmal eine Ausstufe erhöhen oder gehe ich hier nochmal? Ich kann noch gar nicht weiter hochgehen. Ja, dann hole ich mir mal davon noch welche. Vorsicht! Jetzt werdet ihr leiden. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, ich glaube tatsächlich, das war es halt auch in der Hinsicht. Wir machen jetzt noch hier den Helden Summoning Tower kaputt. Dann gehen wir hier rüber und dann ist es doch schon ganz gut. Der tötet halt einen nach dem anderen, ey. Das ist halt. Ist halt gut. Ja, komm hier, zack. Weg mit dem Heiltrank. Endlich. Mondkristall. Der zweite Mondkristall gehört uns. Und jetzt müssen wir wieder zurück durchs Portal. Endlich. Ja, genau. Wir müssen zurück durchs Portal. Endlich. Und den letzten Mondkristall holen. Ich glaube, wenn wir uns hier durch teleportieren. Geht ihr hier durch? Frostgram hat Hunger. Du kannst auch ihm gerne hinterher rennen. Vorsicht. So, und dann gehen wir hier rüber. Machen wir das hier platt. Ihr zwei geht jetzt mal hier rein. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Das ist der Leere, das ist der Volle. Wird hier ausgesetzt. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, solange Arthas halt vorne steht, ist es halt ziemlich stark. Der Schläfer erwacht. Du lässt ihn bitte hinterher. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Sollte tatsächlich trotzdem kein Problem sein, dass die jetzt hier auch noch rüberkommen. Ach, die sind ein bisschen zu weit weg, gell? Ah ne, sie können angegriffen werden, das ist nice. Dann repariert der hier das Ganze einfach nebenher. Gut, also, Vorsicht. Action, Leute. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Erstmal den Healer töten. Oh, da das ist schon besser. Da ist unsere Sylvie. Endlose Pein erwartet euch. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich höre. Sprecht, Dummkopf. Ruhm der Geißel. Feiger Verräter. Erstmal das hier platt machen, weil das nämlich die Summoning-Stätte ist hier. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Sehr nice. Jetzt können wir langsam aber sicher die einzelnen Kollegen ausschalten. Jetzt werdet ihr leiden. Das wird halt jetzt, der große Endfight werden hier. Was ist es diesmal? Ich heil mich mal hier. Jetzt, Frostgram. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Jetzt wird das hier erstmal platt gemacht. Und der Heldenaltar. Vorsicht. Dass Sylvanas nicht nochmal zurückkommt. Weil die wird nämlich wahrscheinlich mit der meisten Damage austeilen können. Nice. Und dann noch das hier. Und dann ist gut. Das sollte es tatsächlich geschafft sein, die komplette Kampagne. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Hallo, das ist noch nicht down, Leute. Jetzt. Endlose Pein erwartet euch. Das heißt mal noch für den Lichtkönig. Tower. Kannst du mir noch mal meine Kollegen hier hochbringen? Ich höre. Ihr habt geläutet. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich.
Gut. Sehr gut. Was sind denn meine Quests? Zerstört alle drei möglichen. Sammelt alle drei Mondkristalle. Unbekannte Quest noch nicht entdeckt. Frostgram hat Hunger. Da ist noch ein Heiler dabei. Den machen wir auch noch schnell blatt. Und dann auf das Gebäude hier. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie die Secret Quest. Ach, keine Ahnung. Von wegen zerstöre endlose alle Elfendörfer oder sowas euch in die Richtung. Aber das braucht man nicht. Was ist diesmal? Gut, dann haben wir hier noch den dritten Mondkristall. Endlich. Der dritte Mondkristall. Der Schlüssel der drei Monde ist vollständig. Gut. Und damit ist die Kampagne auch abgeschlossen. Nice. Ja, ich hätte schon gerne noch die Secret-Ding gemacht. Bring Arthas zum Elfentor. Okay, das ist ja kein Problem mehr. Könnte ich theoretisch. Ja, dich nehme ich mal mit. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Wo ist denn. Hier ist mein Kollege Flugmaschine. Und da ist die andere Kollege Flugmaschine. Damit werde ich jetzt einfach mal darüber gehen. Das sind noch ein paar Leute. Hier kann ich nicht drüber. Ich muss ja definitiv fliegen, ja? Oder es soll denn. Es könnte auch ein Portal geben, aber das glaube ich eher weniger. Dich kann ich noch mitnehmen. Gut, dann ist das hier voll. Ich gucke jetzt, dass ich halt ein bisschen einen sicheren Weg fliege gleich. Wo ist jetzt meine zweite Flugmaschine? Ah, schon da. Perfekt. Trefft eure Wahl. So. Alles vollgepackt. Verstanden! Ja, danke. So. Volle Kraft voraus! Schön hier an den Kanten entlang, dass ich auch nicht irgendwie an dem Tau. So wie zum Thema nicht an dem Tau vorbeikomme. Oh, nicht abstürzen. Nicht abstürzen. Das ist nicht gerade sicher, was ich hier mache. Wow, er hat sich echt teleportiert. Verstanden! Volle Kraft voraus! Verstanden! Was? Wollt ihr mir drohen? So, jetzt werden wir erstmal gucken, dass da alles zerstört wird, weil sonst habe ich hier nämlich ein hammerhartes Problem, wenn der Zeppelin abstürzt, wo mein Held drin ist. Volle Kraft voraus! Es wäre halt jetzt nochmal ein bisschen uncool gewesen. Gut. Wollt ihr mir drohen? Wollt ihr mir drohen? Niemand erteilt mir Befehle. So, dann setzen wir mal zur Attacke an. Das ist schon besser. Dann setzen wir hier mal zur Attacke an. Vorsicht. Die ganzen Magier hier müssen mal ausgeschaltet werden, dass meine ganzen Kreaturen mal wieder zu Kreaturen auch werden. Und der Slow-Effekt vielleicht auch langsam mal aufhört. Oh, dich ziehe ich mal schnell zurück, dass du nicht weiter Damage kriegst. Frostgram hat Hunger. So, erstmal einen ordentlichen Heal hier nehmen. Wollt ihr mich verarschen? Können wir den hier bitte runterziehen? Vorsicht. So, und Kreis der Macht. Endlich. Das ist schon besser. Oh, nein. Greift den nicht an. Endlich. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Frostgram hat Hunger. Ah, endlich. Was war meine Quest? Besiegt die Wächter rund um das Tor. Endlich. Ach, wow. Jetzt, Frostgram. Echt jetzt wegen einem? Eure Pein wird ohnegleichen sein. Oder muss ich echt die Tower auch platt machen? Für den Lichtkönig. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt vielleicht. Frostgram hat Hunger. Muss echt alles kaputt machen. Ich warte.
Gut, dann hätte ich mal gesagt, Feuer frei, ne? Was ist es diesmal? Macht man das ja auch noch schnell kaputt. Niemand erteilt mir Befehle. Bringt Arthas zum Elfentor, besiegt die Wächter rund um das Tor. Nur der Schlüssel, aber der macht den Fessel. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Perfekt. Und noch das hier. Das ist ja kein Fernkampf-Tower. Sprecht, Dummkopf. Gut, und damit sollten wir jetzt alle besiegt haben. Das ist schon besser. Ah, perfekt. Endlich. Die Tore haben sich aufgetan. Wenn wir mit Sylvanas fertig sind, gehört das innere Königreich uns. Ihr verdammten Monster! Wie kann man euch zurückschlagen? Diese Waldläuferin geht mir gehörig auf die Nerven. Wenn du wüsstest, wie gehörig sie dir später noch auf die Nerven gehen wird. Und das, obwohl du sie später näher kennenlernen wirst. So, liebe Leute, das soll es also gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Das supportet mich kostenlos. Und ihr bekommt euren Warcraft oder Hearthstone Content. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.